DRK Schwesternschaft Bonn e.V. Am 7. Mai 2015 trafen sich hier in der Villa Hammerschmidt Bonn die geladenen Gäste zum 50. Jubiläum des Freiwilligen Sozialen Jahres. Vor 50 Jahren eröffnete Wilhelmine Lübcke, Gattin des damaligen Bundespräsidenten, gemeinsam mit Oberin Maria Domen hier das Freiwillige Soziale Jahr der DRK-Schwesternschaft Bonn. Die DRK-Schwesternschaft Bonn ist eine Gemeinschaft von mehr als 2000 Mitgliedern, die in verschiedenen Gesundheits- und Pflegeberufen tätig sind oder ausgebildet werden. Neben ihrem Engagement in der Altenpflege bildet die DRK-Schwesternschaft Bonn in der Kranken- und Kinderkrankenpflege, Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz sowie in der operationstechnischen Assistenz aus. DRK-Schwesternschaft Bonn ist eine Gemeinschaft von mehr als 2000 Mitgliedern aus über 40 Nationen. Seit mehr als 100 Jahren leisten Rotkreuzschwestern einen wichtigen Beitrag zur pflegerischen Versorgung von kranken und alten Menschen in Bonn und der Region. Erleben Sie nun Grußworte von Oberin Lioba Brockkamp, Vorsitzende der DRK-Schwesternschaft Bonn. Seit Beginn der Durchführung des Freiwilligen Sozialen Jahres hat die DRK-Schwesternschaft Bonn sich den jeweiligen gesellschaftlichen Herausforderungen gestellt, insbesondere auf die Erwartungen der jungen Generation eingestellt, die nach wie vor bereit ist, für andere Menschen Verantwortung zu übernehmen und sich freiwillig zu engagieren. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Freiwilligendienste, zum sozialen Miteinander in der Gesellschaft. Hören Sie nun Auszüge aus den Grußworten von Jürgen Nimtsch, dem Oberbürgermeister der Bundesstadt Bonn. Sie erleichtern jungen Menschen in der Region den Übergang zwischen Schulabschluss und Ausbildung. Sie helfen ihnen bei der beruflichen Orientierung, ermöglichen ihnen wichtige Einblicke in soziale Berufe und helfen ihnen, eine gute Berufswahl zu treffen. Und natürlich mit all dem auch tragen sie ganz entschieden zur Persönlichkeitsentwicklung dieser Menschen bei. Hören Sie nun Grußworte von Dr. Karl Wilhelm Demmer, Generalstabsarzt AD und Mitglied des Präsidiums des Deutschen Roten Kreuzes. Mein besonderer Dank gilt allen Freiwilligen für ihren Einsatz, den engagierten Leitungen und Anleitungen, die in ihrer jeweiligen Einrichtung ein FSJ ermöglichen, ganz besonders natürlich dem heutigen Anlass entsprechend, den verantwortlichen und pädagogischen Fachkräften der Schwesternschaft in Bonn, die sich mit viel Herzblut für ein qualitativ gutes FSJ einsetzen. Die Leistungen all dieser Menschen möchte ich zu diesem Jubiläum insbesondere herausstellen. Sie sind der Grund, weshalb das Freiwillige Soziale Jahr jung, lebendig und aktuell geblieben ist. Hören Sie nun Grußworte von Gabriele Müller-Stutzer. Raus aus der Schule, rein ins Leben. Unter diesem Motto lassen sich Anspruch und Chance des Freiwilligen Sozialen Jahres zusammenfassen. Lebenserfahrungen sammeln, sich und anderen begegnen, rausfinden, worin man wirklich gut ist oder es zumindest werden möchte, neue Welten entdecken. Erleben Sie nun Impressionen einer Ansprache von Professor Dr. Wolfgang Holzgräber. Das Freiwillige Soziale Jahr, das ist eine Institution, wo junge Erwachsene
einerseits Professionalität vermittelt bekommen. Das ist Ausbildung. Es ist aber gleichzeitig eine Zeit, wo es um die Empathie geht, um die Empathie für die Schutzbedürftigen. Frauke Hartung, stellvertretende Oberin der DRK-Schwesternschaft Bonn, spricht nun zu Ihnen. Und wenn wir perspektivisch schauen, ich denke, dann wissen wir alle, dass wir die Zukunft mit all ihren Herausforderungen nur bewältigen werden, wenn wir sowohl in die Gewinnung von Fachkräften als auch in die Motivation von Ehrenamtlichen investieren. Wir, die DRK-Schwesternschaft Bonn, freuen uns sehr, diesen jungen Menschen auf dem Weg durch das FSJ Begleitung und Unterstützung zu geben. Dankeschön. Wie vor 50 Jahren beruht das Engagement der jungen Menschen auf dem Freiwilligenprinzip. Als Mitfühlender, Engagierter, Selbstständiger. Selbstbooster. Flexibler, offener, toleranter, verantwortungsvoller, zuverlässiger, motivierter, lebensfroher Mensch gehen wir aus unserem Freiwilligendienst heraus und dafür gibt es jetzt hoffentlich einen fetten Applaus. Junge Menschen, die sich freiwillig das Ziel setzen, Zeit zu schenken, die anderen Unterstützung geben, sind Eckpfeiler der Vergangenheit und der Zukunft des Freiwilligen Sozialen Jahres. Die Villa Hammerschmidt hier in Bonn bot ein faszinierendes Ambiente. Historisch bedeutend für diesen Tag. FSJ nimmt Zeit ein, bietet aber auch Zeit. Zeit, in der sie voneinander und miteinander lernen. Einfach für andere da sind. Wir beraten Sie gern zum Freiwilligen Sozialen Jahr, Aus-, Fort- und Weiterbildungen sowie zu Studiengängen. Ihre DRK-Schwesternschaft Bonn. Caridio Image und Eventfilmproduktion.